Guten Tag, Herr. Kann ich Ihnen helfen? Ja, bitte. Ich möchte ein Konto abschließen und einen anderen persönlichen internationalen für Unternehmen eröffnen. Geben Sie mir bitte Ihren Personalausweis. Ich brauche Ihre persönlichen Daten. Leider habe ich es nicht. Ist das Pass okay? Sicher, wir werden sehen. Das Konto, das Sie liquidieren wollen, ist null. Um es zu liquidieren, müssen Sie dieses Formular ausfüllen. Anders werden wir danach eine Kopie des Ausweispapiere beilegen. Ich werde Ihnen gleich eine machen. Ach, danke. Sowieso hatte ich keine Kopie. Alles in Ordnung. Jetzt um das gewünschte Konto. Wollen Sie es in Euro oder in Dollar haben? Euro bitte. Ich möchte auch Geld einzahlen. Welche Summe möchten Sie einzahlen? 5.000 Euro. Um Sie diese Summe einzahlen zu können, müssen Sie eine Steuer von 50 Euro bezahlen. Das heißt ein Prozentsatz aus der Summe. Was für Zins hat dieses Konto? Der Zins des gewünschten Kontos ist von 4,5% Sätze pro Monat. Ja, das ist ganz bequem. Ja, es ist eines der bequemsten, aber kann nur von Kaufleuten und juristischen Personen benutzt werden. Sie werden eine monatliche Abrechnung an die gegebenen Adresse bekommen. Vielen Dank, Herr. Sie waren sehr hilfreich. Wir danken Ihnen. Auf Wiedersehen. Guten Tag, Herr. Kann ich Ihnen helfen? Ja, bitte. Ich möchte ein Konto abschließen und einen anderen persönlichen internationalen für Unternehmen eröffnen. Geben Sie mir bitte Ihren Personalausweis. Ich brauche Ihre persönlichen Daten. Leider habe ich es nicht. Ist das Pass okay? Sicher, wir werden sehen. Das Konto, das Sie liquidieren wollen, ist null. Um es zu liquidieren, müssen Sie dieses Formular ausfüllen. Anders werden wir danach eine Kopie des Ausweispapiere beilegen. Ich werde Ihnen gleich eine machen. Ach, danke. Sowieso hatte ich keine Kopie. Alles in Ordnung. Jetzt um das gewünschte Konto. Wollen Sie es in Euro oder in Dollar haben? Euro bitte. Ich möchte auch Geld einzahlen. Welche Summe möchten Sie einzahlen? 5.000 Euro. Um Sie diese Summe einzahlen zu können, müssen Sie eine Steuer von 50 Euro bezahlen. Das heißt ein Prozentsatz aus der Summe. Was für Zins hat dieses Konto? Der Zins des gewünschten Kontos ist von 4,5% Sätze pro Monat. Ja, das ist ganz bequem.
Ja, es ist eines der bequemsten, aber kann nur von Kaufleuten und juristischen Personen benutzt werden. Sie werden eine monatliche Abrechnung an die gegebenen Adresse bekommen. Vielen Dank, Herr. Sie waren sehr hilfreich. Wir danken Ihnen. Auf Wiedersehen.